Hallo, in diesem Video geht es um das Themengebiet Daten und Zufall. Das Themengebiet ist ab 2023 in der Abschlussprüfung der Realschule Bayern zu finden. Doch da es noch nicht so viele Übungsaufgaben dazu gibt, zeige ich jetzt anhand von dieser Aufgabe aus der Mittelschule Bayern, wie sowas vielleicht aussehen könnte. Ja, wir haben die Abschlussprüfung Mittelschule Bayern 2020, findet man in der Bayern Cloud Schule im Prüfungsarchiv. Und da heißt es in der Aufgabengruppe 1, Aufgabe 10, in einem Behälter befinden sich genau 4 Kugeln. Sie sind mit den Ziffern 1, 2, 3, 4 durchnummeriert. Und Aufgabe A, mit den 4 Kugeln kann man unterschiedliche Zahlen legen. Ermitteln Sie rechnerisch die Anzahl aller Kombinationsmöglichkeiten für eine vierstellige Zahl. Also was haben wir gegeben? 4 Kugeln mit den Ziffern 1, 2, 3, 4. Und man soll jetzt die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten angeben, die man mit diesen Kugeln bilden kann. So, wichtig zur Überlegung ist, wenn man nicht genau sofort weiß, welches System da dahinter steckt, einfach mal ausprobieren, was gibt es für Möglichkeiten. Ja, wichtig ist, die Zahlen können nicht doppelt vorkommen. Ja, ich kann keine 1, 1, 1, 1 bilden, weil das sind ja 4 Kugeln und wenn ich die Kugel mit der Ziffer 1 bereits gezogen habe, gibt es keine weitere Kugel mit der Ziffer 1. Im Gegensatz dazu, wenn man sich zum Beispiel das als Zahlenschloss vorstellt, da kann es ja durchaus die Kombination 1, 1, 1, 1 geben. Ja, also hier darauf achten, Kugeln, es gibt keine Kombination mit gleichen Zahlen, Ziffern drin. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, ich fange jetzt mal mit der kleinsten an, 1, 2, 3, 4. Habe ich jetzt eine Möglichkeit. So, wenn ich jetzt die zweitletzte Stelle ändere, kann ich ja auf 4 drehen und dann bleibt mir auf der hinteren Stelle nur noch die 3 übrig. Habe jetzt insgesamt 2 Möglichkeiten. Okay, wenn ich jetzt die dritte Stelle ändere, kann ich ja zum Beispiel auf die 3 hinbringen. Was bleibt mir dann für die letzten beiden übrig? Hier können es zum Beispiel 2, 4 und 4, 2 sein. Oder ich könnte natürlich auch vorne die 4 hindrehen. Dann kriege ich ebenfalls 2, 3 und 3, 2 hin. Wie viele Möglichkeiten habe ich jetzt? Insgesamt 6 Stück. Ja, vielleicht kann man sich in der Multiplikation, in der Anzahl der Kombinationen schon mal Folgendes vorstellen. Hier habe ich eine Möglichkeit. Wenn ich die zweitletzte Stelle drehe, habe ich 2 Möglichkeiten. Das entspricht im Prinzip einer Rechnung mit 2 mal 1. Und jetzt, wenn ich die dritte Stelle noch dazu nehme, habe ich eine Rechnung mit 3 mal 2 mal 1. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn ich noch die vordere Stelle mit dazu nehme. Ja. Folgende Rechnung. Ich könnte die Beispiele hier alle auflisten. Ja, ich könnte sagen, ich drehe jetzt hier auf die 2. Was bleibt übrig? 1, 3, 4. Und jetzt die ganzen Kombinationen wieder von Anfang an durchgehen. Und dann merkt man, das sind insgesamt 4 mal 3 mal 2 mal 1 Kombinationen. Ja, das nennt man auch die sogenannte Fakultät. 4 Fakultät kommen zwar in der Realschule, soweit ich gesehen habe, nicht vor, aber vielleicht mal um den Begriff kennenzulernen. 4 Fakultät bedeutet einfach die einzelnen Faktoren abwärts miteinander multiplizieren. 4 mal 3 mal 2 mal 1. So, genau das steckt dahinter hier. Anzahl der Möglichkeiten. 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und das kann man locker im Kopf berechnen. 4 mal 3 sind 12, mal 2 sind 24. Also hat das Ding insgesamt 24 Möglichkeiten. Gut, so, nächste Aufgabe. Es werden nacheinander 2 Kugeln gezogen und nicht mehr zurückgelegt. Aus den beiden gezogenen Ziffern wird ein Bruch gebildet. Die zuerst gezogene Ziffer bildet den Zähler, die zweite den Nenner des Bruchs. Geben Sie die Ergebnismenge mit allen bei diesem Vorgang möglichen Brüchen an und bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten, dass der gebildete Bruch den Wert 0,5 hat. Okay, was muss man machen? Ergebnisraum bestimmen, hier heißt Ergebnismenge, also alle Ergebnisse auflisten, die mit diesen Eigenschaften möglich sind. Und zwar, machen wir nochmal durch, es werden 2 Kugeln gezogen und nicht mehr zurückgelegt. Das bedeutet, ich kann keine 2 gleichen Ziffern ziehen. Ja, wenn ich eine 1 gezogen habe und ich lege es nicht mehr zurück, ist keine 1 mehr im Behälter drin. Das ist wichtig und die gezogenen Ziffern bilden einen Bruch. Die erste bildet den Zähler, die zweite das Nenner. Das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel Auswirkung. Okay, fangen wir an. Wir brauchen also unseren Ergebnisraum, Ergebnismenge. Ja, Mengenschreibweise mit den geschweiften Klammern. So, und jetzt, wenn ich einen Bruch habe und als erstes ziehe ich eine 2,
eine 1 und dann kann ich für den Nenner eine 2 ziehen, eine 3 ziehen oder eine 4 ziehen. 1, 1 ist nicht möglich, weil ich lege, wie gesagt, nicht zurück. So, dann kann ich für den Zähler eine 2 ziehen, dann habe ich 1 zur Verfügung, eine 3 zur Verfügung und eine 4 zur Verfügung. Und das gleiche mit 3 und auch mit 4. 4 Eintel, 4 Halbe und 4 Drittel. So, das sind alle möglichen Kombinationen, weil, wie gesagt, ich darf nicht zurücklegen. Aber wir sind auch nicht fertig, heißt, geben Sie die Ergebnismenge an. Und jetzt noch bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der gebildete Wert den Bruch den Wert 0,5 hat. Also Wahrscheinlichkeit bestimmen ist gleich, gehen wir noch mit an, was bestimmen, Wert von 0,5 ist gleich, so, jetzt muss ich die Brüche suchen, die einen Wert von 0,5 haben. Hier muss man halt ein bisschen Bruchrechnen beherrschen, da gibt es insgesamt zwei, nämlich 1,5 und 2 Viertel. Alle anderen Brüche entsprechen einem anderen Wert, die passen also nicht mit rein. Also habe ich insgesamt 2 von, wie viele sind es insgesamt? Ja, einfach durchzählen, sind insgesamt 12 Stück, also ist die Wahrscheinlichkeit 2 Zwölftel. Jawohl. Damit ist die Aufgabe auch schon fertig. 2 Zwölftel muss ich nicht mehr kürzen. Ich kann es auch noch als Prozent schreiben, wenn ich möchte, oder als Kommazahl. Ist laut Aufgabe nicht erforderlich, deswegen darf man die 2 Zwölftel gerne stehen lassen. C. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einem Baumdiagramm zu einem weiteren Zufallsexperiment. Begründen Sie, dass das Experiment mit Zurücklegen der Kugeln durchgeführt wurde. Ja, es bezieht sich natürlich auf die Aufgabe oben, nicht auf ein komplett neues Zufallsexperiment, wo es vielleicht mehrere 1 geben würde, sondern auf das oben. Es gibt eine Kugel 1, 2, 3 und 4. Mögliche Begründung wäre, hier gibt es mehrere, die man anführen kann, dass ich sage, die 1 kommt zum Beispiel später wieder vor. Ja, wenn ich hier oben eine 1 ziehe und man darf nicht zurücklegen, gibt es keine 1 mehr im Behälter, deswegen könnte ich nochmal eine 1 ziehen. Also das ist der einfachste Beweis, dass man sagt, hier wurde mit Zurücklegen gearbeitet. Ja, machen wir ein bisschen Platz noch. Begründen Sie, das heißt, ich darf einen Text schreiben. Der Versuch ist mit Zurücklegen. Da in der dritten Stufe die 1 nochmals vorkommt. Man könnte zum Beispiel auch sagen, in jeder Stufe gibt es hier 4 Möglichkeiten nochmal zu ziehen. Das heißt, auch hier oben müsste im Prinzip hier die 1 stehen. Weil sonst gibt es ja keine 4 Möglichkeiten. Hier unten gibt es 4 Möglichkeiten, hier gibt es 4 Möglichkeiten, also es wurde immer wieder zurückgelegt. Gut, ja, mehr muss man der Aufgabe auch gar nicht machen. Das war's schon. Gehen wir noch auf die nächste Aufgabe aus Aufgabengruppe 2. Da gibt es die Aufgabe 8. Sarah erstellt 19 Karten mit je einem Buchstaben, aus denen sich das folgende Sprichwort legen lässt. Ohne Fleiß keinen Preis. A. Sie wirft alle Karten in eine Urne und zieht zufällig eine Karte heraus. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass auf der Karte ein N steht. Als wichtige Stelle nochmal markieren. Wir haben 19 Karten, das ist der Satz, der damit gebildet werden kann. Sie wirft alle Karten in eine Urne und zieht eine heraus. Wahrscheinlichkeit berechnen, dass diese Karte eine N zeigt. Ja, ich zähle nach, wie viele Karten sind es insgesamt, beziehungsweise es steht ja schon da, es sind insgesamt 19 Stück. Und jetzt muss ich aus dem Beispielsatz hier einfach noch rauslesen, wie viele Ns gibt es denn. Hier habe ich 1, hier habe ich 1, also insgesamt 2 Stück, also ist die Wahrscheinlichkeit davon auch 2 Neunzehntel. Gut, nächste Aufgabe B. Sarah benutzt erneut eine Urne mit allen 19 Buchstabenkarten und zieht zweimal eine Karte. So, markieren wir gleich. Ohne Zurücklegen, auch wichtig. Sie unterscheidet nur zwischen den zwei Ereignissen S und kein S.
Ja, also alle anderen Buchstaben interessieren, mehr oder weniger gesagt, nicht. Erstellen Sie ein Baumdiagramm, beschriften Sie die Äste mit den Wahrscheinlichkeiten und berechnen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit mindestens ein Ast gezogen wird. Also Baumdiagramm erstellen, Wahrscheinlichkeiten an die Äste und Wahrscheinlichkeit berechnen, mit denen mindestens ein Ast gezogen wird. Machen wir der Reihe nach, zuerst das Baumdiagramm. Ja, machen wir vielleicht ein bisschen mehr Platz. So, also, wir wählen einen Startpunkt. Die Aufgabe gibt vor, man muss nur unterscheiden zwischen S und kein S. Und S wird zweimal gezogen, haben wir oben markiert, ohne zurücklegen. Das heißt, wir haben noch eine Möglichkeit zwischen S und kein S. Hier ebenfalls S und kein S. Gut, Baumdiagramm geschafft. Jetzt geht es an die Wahrscheinlichkeiten. Wie viele Buchstaben gibt es überhaupt? Haben wir ja vorher schon gesagt, es gibt 19 Karten insgesamt. Und jetzt muss ich noch aus meinem Satz herauslesen, wie viele S gibt es eigentlich. Ohne Fleiß, hier haben wir zwei, kein Preis, hier haben wir ein drittes. Also gibt es bei diesen Wortkarten insgesamt 3 S. 3 Neunzehntel, 3 von 19 Buchstabenkarten beinhalten ein S. Und demnach sind die restlichen kein S, also 16 Stück. Ja, die zusammen müssten 19 Neunzehntel ergeben. Die beiden Brüche hier. Ereignis und Gegenereignis. So, nächste Stufe. Erstes ziehen. Zweites ziehen. So, in der nächsten Stufe. Ich habe ein S gezogen, also ist ein S weniger da. Sind es nur noch zwei. Ich lege nicht zurück, deswegen ist auch eine Buchstabenkarte weniger da. Ich habe nur noch 18 zur Verfügung. Aber natürlich noch die vollen 16 Karten, die kein S beinhalten. Wenn ich zuerst kein S ziehe, habe ich natürlich alle 3 S noch drin. Trotzdem nur noch 18 Karten und 15 von den 18 beinhalten kein S mehr. Super, damit habe ich alle Wahrscheinlichkeiten einen Ästen. Und jetzt heißt es mindestens eine Wahrscheinlichkeit berechnen für mindestens ein S. Da nehme ich am besten einen Stift und markiere mal, welche Pfade das sind. Wenn ich nach links gehe, merke ich, ich kriege ja sofort ein S, hier kann ich auch gleich aufhören. Das unten dran, da kann ich natürlich noch theoretisch mitmachen und ausrechnen, aber das eigentlich nicht notwendig. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist oben mit 3 Neunzehnteln eigentlich schon gegeben. Ja, unten die 2 Achtzehntel plus 16 Achtzehntel sind 18 Achtzehntel sind 1 in 100%, also die verändern den Prozentwert nicht, die Wahrscheinlichkeit nicht. Sind also überflüssig. Moment, aber ich habe hier einen vergessen, nämlich nach rechts, wenn ich zuerst kein S ziehe und dann ein S ziehe, das ist ja auch gültig. Also lässt sich die Wahrscheinlichkeit für das S wie folgt berechnen. 3 Neunzehntel aus dem ersten Pfad plus 16 Neunzehntel mal 3 Achtzehntel aus dem zweiten Pfad. Hier gibt es jetzt keine Vorgabe, dass Prozent, Kommazahl oder Bruch als Ergebnis dargestellt werden soll. Wir können uns also frei entscheiden. Man kann es also theoretisch einfach in Taschenrechner tippen, so wie es da steht. Und wie der Taschenrechner eingestellt ist, gibt er eine Kommazahl oder einen Bruch aus. Ich habe jetzt eine Kommazahl von 0,30 auf zwei Nachkommastellen gerundet. Ja, machen wir da ungefähr rein. So, das sind dann, je nachdem, welche Lösungsmethode man bevorzugt, kann ich es dann hinschreiben, sind 30% oder auch 102 342stel. Ja, also gibt es viele Möglichkeiten, es aufzuschreiben, muss ich halt eine aussuchen. Gut, Aufgabe C. Bei einem weiteren Zufallsexperiment verteilt Sarah die 19 Buchstaben auf 4 Urnen und gibt jedes Wort in eine eigene Urne. Sie wählt zufällig eine dieser Urnen aus und zieht daraus eine Karte. Ermitteln Sie rechnerisch die Wahrscheinlichkeit, mit der sie ein S zieht. Okay, also müssen wir uns nochmal durchdenken, was passiert. Verteilt die 19 Buchstaben auf 4 Urnen. Das ist schon mal wichtig.
und gibt jedes Wort in eine eigene Urne. Also hier oben haben wir die Worte, ohne Fleiß keinen Preis, und gibt jedes in eine eigene Urne rein. Sie wählt zufällig eine Urne aus und zieht daraus eine Karte. Ermittelt sich rechnerisch die Wahrscheinlichkeit, mit der sie eine S zieht. Zum Überblick wird es sich vielleicht lohnen, ja, noch ein kleines Baumdiagramm zu machen. Dann sieht man es eigentlich noch ein bisschen besser. Also, was ist die erste Sache? Man teilt es auf 4 Urnen. 1, 2, 3, 4. Urne 1, Urne 2, Urne 3 und Urne 4. Hier sind die verschiedenen Wörter mit drin. Ja, ohne Fleiß keinen Preis. Und jetzt kann man sich überlegen, was wo drin ist. Ja, man soll ein S ziehen. Hier. Ohne Fleiß keinen Preis. Vielleicht schreiben wir es nochmal dazu. Dann muss ich nicht dauernd hochscrollen. Ohne Fleiß kein Preis. So, in der ersten Urne befindet sich also gar kein S. Das können wir getrost ignorieren. In der zweiten Urne befinden sich zwei S. Ja, schreibe ich jetzt mal so auf. So. In der dritten Urne kein S mit drin. In der vierten Urne ist auch ein S mit drin. Ja, von Preis. So, jetzt muss ich mir nur noch die Wahrscheinlichkeiten ausdenken. Oben die Urnen habe ich keine Möglichkeit zu unterscheiden, welche Urne ich ziehe. Das heißt, jede Urne hat eine gleich hohe Wahrscheinlichkeit. 4 Urnen sind es, eine muss ich ziehen, also jeweils ein Viertel. So, wenn ich jetzt bei der Urne Fleiß bin, also bei der zweiten Urne, dann habe ich insgesamt 2 S von 6 Buchstaben. Also 2 S von insgesamt 6 Buchstaben können ein S sein, deswegen 2 Sechstel. Beim Preis habe ich ein S von insgesamt 5 Buchstaben. So, und jetzt muss ich nur noch die Pfade entlang gehen und dann habe ich meine Gesamtwahrscheinlichkeit. P von, nennen wir es S2, ist gleich. Oben erst habe ich ein Viertel mal 2 Sechstel, ja, runter wird es immer multipliziert, plus den anderen Ast, ein Viertel mal ein Fünftel. Okay, rechnerisch die Wahrscheinlichkeit, das heißt, ob ich jetzt wieder Bruch, Prozent oder Kommazahl hinschreibe, ist wieder wurscht. Wenn ich es mit Kopfrechnen probiere, 2 24stel plus ein Zwanzigstel. Ja, es ist blöd auszurechnen. Braucht man noch das kleinste gemeinsame Vielfache, so rum, wäre jetzt 120. Ja, erst dann darf ich es addieren. Das sind also hier 520stel und hier 620stel. Ach Quatsch, ich muss ja mit 5 erweitern, also sind es hier 10 Hundertzwanzigstel. So, jetzt geht mir Platz aus. Machen wir noch ein bisschen drunter ein bisschen Platz. So. Das sind dann 16 Hundertzwanzigstel. So, das kann man jetzt natürlich noch umschreiben. Mache jetzt zur Vollständigkeit halber, falls jemand eine andere Lösung drin hat. Könnt es auch noch mit 4 kürzen. Ja, was ist das? Sagen wir 4 Dreißigstel. Passt nochmal was rein, sind 2/15. Und 2/15 sind eine Kommazahl von 0,13. Das war jetzt nicht schön. Und das sind 13%. Ja, also welche von diesen Lösungen hier unten man angibt, spielt eigentlich keine Rolle. Ist alles erlaubt. So, ganz fertig sind wir noch nicht. Es gibt noch ein D. Aus der Urne mit den Buchstaben des Wortes Preis zieht Sarah nacheinander alle Karten und legt sie in der gezogenen Reihenfolge auf den Tisch. Berechnen Sie die Anzahl aller Möglichkeiten, aller möglichen verschiedenen Reihenfolgen der Buchstaben. Okay. Nochmal durchdenken, wir haben nur das Wort Preis als insgesamt 5 Kärtchen. Sie legt sie auf den Tisch, das heißt, sie werden nicht zurückgelegt in die Urne. Und es sollen damit Wörter gebildet werden. Berechnen Sie die Anzahl aller möglichen Reihenfolgen der Buchstaben. Wer den Trick dahinter oder die Rechenmöglichkeit dahinter nicht kennt, einfach mit Notizen mal ausprobieren, was für Möglichkeiten gibt es. Vielleicht kommt man dann. Also, Möglichkeit 1, hier, ich bilde mal das Anfangswort Preis.
Ja, eine Möglichkeit. So, wenn ich die letzten beiden Buchstaben vertausche, so rum Presi, dann habe ich schon mal zwei Möglichkeiten. So. Ja, zwei Möglichkeiten. Wenn ich den dritten Buchstabe vertausche, dann habe ich ja einerseits, mit was fange ich an? Mit dem I. Hinten dran die Möglichkeit ES und die Möglichkeit SE. Und wenn ich hier noch ein S einfüge, habe ich die Möglichkeit auf EI und IE. Also insgesamt sechs Möglichkeiten. Und vielleicht erkennt man, hoffentlich erkennt man jetzt schon das hier, 1, 2, 6, ja, 1 mal 2 mal 3 gibt 6. Also 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5, so viele Möglichkeiten sind es insgesamt. Ja, das nennt man auch Fünffakultät, auch wenn man das in der Realschule nicht kennenlernt, soweit ich weiß. Aber dann hat man schon mal gehört. Wichtig ist der erste Teil. Es gibt 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Möglichkeiten. Ja, die Anzahl der verfügbaren Buchstaben ohne Zurücklegen immer um 1 reduziert. Und das kann man jetzt auch ausrechnen. 5 mal 4 sind 20, mal 3 sind 60, mal 2 sind 120. Also insgesamt 120 Möglichkeiten. Jawohl, haben wir es geschafft. Aufgabe erledigt.